nicht. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu den ersten Weekend League Rewards von FIFA 20. Wir haben geile Rewards für uns. Hier noch ein Blick auf mein Team, was ich am Wochenende gespielt habe. Ich habe den Babykläufer gespielt, nicht den Mittel. Ich habe den allerdings wieder auf dem Transfermarkt aus dem Grund, dass er wahrscheinlich morgen Abend sinken wird wegen den Icon Swaps. Dann probiere ich ihn mit Gewinn zu verkaufen, wenn nicht, spiele ich ihn. Und ja, mit diesem Team habe ich 25,5 geholt, man sieht es ja rechts unter der Facecam, und das gibt hoffentlich ordentliche Rewards. In Division Rivals bin ich Division 3, ich habe ein bisschen gespielt diese Woche, ich spiele nicht oft Division Rivals, werde aber nächste Woche vielleicht ein bisschen mehr grinden. Ich hole mir dieses Mal die Untradable Packs, weil heute kam die Meldung, man braucht für die Icon Swaps First Owner Karten, und da ist sicherlich schlecht, gewisse gute First Owner Karten zu besitzen. Es gibt total 4 Megapacks, wäre jetzt natürlich bitter, würde ich eine Icon ziehen, Kappa. Jetzt ziehe ich eh nicht. Und ja, ich würde jetzt auch sagen, wir holen jetzt noch die Food Gems Rewards, fangen mit den Player Picks an. Dann die normalen Packs und am Ende das Inform Set. Leider nur eins, trotz der Elite 2, aber was will man machen? So, 3 Player Picks gibt's, ein Team of the Week Pack, 100k Pack, 100.000 Münzen und natürlich die 2.000 Punkte für die Weekend League, und die möchte ich eigentlich als erstes direkt einlösen für die Weekend League, damit das gemacht ist. So, Zugang einlösen. So, registriert für die Weekend League, dann würde ich sagen, Player Picks. Es kann losgehen. Ich bin gespannt. Ideal wäre natürlich ein Semedo Inform, weil den, wenn ich mein Team umstelle, würde ich gerne Semedo Inform holen, und den in Rot wäre natürlich nice. Oder ein Gomez würde ich auch nehmen. Die Bala hätte ich jetzt nicht so Bock. Theo Hernandez würde ich jetzt auch noch nehmen. Ich bin gespannt. Wir fangen mal mit der goldenen Mitte an. Erster Player Pick. Let's go. Hohoho! Ja, da haben wir doch direkt mal den, den ich wollte. Alejandro Gomez. Ja, nehmen wir direkt mal mit. Alter, das kann ich ja, das muss ich ja das Team umbauen für den. 4 Sterne, 4 Sterne. 90 Pace. 71 Ausdauer, läuft, aber einen richtig geilen Antritt. Ey, das ist eine geile Karte. Da haben sich die Player Picks bereits gelohnt. Haben sich die Player Picks bereits gelohnt. Aber es geht weiter. Mal gucken, was als nächstes kommt. Let's go. Ja, ich denke, da werde ich Adama Traoré nehmen, wegen den 97 Pace, Super Sub. Guck mal, 98 Antritt, 97 Sprintgeschwindigkeit, 4 Sterne Skills, zwar nur 2 Sterne Weakfoot, aber das macht nichts. Kann ich einwechseln, let's go. Zwar als rechter Außenverteidiger, was ein bisschen schade ist, aber egal. So, letzter Player Pick, komm, gib mir einen Semedo noch zum Abschluss. Let's go, komm. Das ist jetzt nicht so geil. Da nehme ich Grilic. Einfach wegen dem Rating. Naja, dann nehmen wir Grilic. Aber ich habe 2 Picks, die nice sind. Einen geilen Super Sub und einen Alejandro Gomez. Das sind doch schon mal ordentliche Player Picks. So, wir kommen zu den Packs. Ich habe noch die 3 Packs aufbewahrt, die gestern in der SBC waren. Ja, SBC, vor allem in der SBC. So. Es ist ein kleines Prime Gold Spieler Set, ein seltenes Gold Pack und hier hinten müsste es sein Prime Electrum Spieler Pack. Und mit dem fangen wir auch direkt an. Die sind tradable, sind ja aus der SBC. Ja, der geht durch, leider kein Walkout, aber 83 plus, Spanien, Stürmer, Atletico, der Morata oder Diego Costa. Diego Costa ist okay, ein 83er. Nehme ich mit, kann man brauchen. Wie gesagt, für SBCs kann man den wieder brauchen oder für die Icon Swaps, je nachdem, was man sich da ergrinden muss. Der Rest nicht wirklich erwähnenswert. Dann machen wir direkt weiter mit dem Prime Goldspieler Set. Das ist, denke ich, glaube ich, nicht. Ne, der geht nicht durch. Bei den Farben checke ich es immer noch nicht ganz, ob die durchgehen oder nicht. Naja, aber ein 82er ist auch gut. Suso.
Und ein Krychowiak. Ja, den kann ich abstoßen. Russische Liga braucht eh niemand. So, dann machen wir 6. Das ist das seltene Goldpack. Ich baller das Zeug jetzt durch. Das Video muss ja nicht 15 Minuten lang gehen. So, der geht, glaube ich, durch. Nee, lol. Das gibt... Ach, ich dachte schon wieder so. Pedro, okay. Wenigstens wieder ein 82er. Ist okay. Und noch ein Aduris. Ja, das ist nicht schlecht. Old Trafford, können wir mal... Transfermarkt, Atatürk, brauchen wir nicht. Pedro, ja, für 1900. Wird schon gehen. So, dann haben wir jetzt das 100k-Set und 4 Megapacks. Ich würde sagen, wir fangen mit den Megapacks an, weil die sind untrade. Wenn ich jetzt irgendwie einen Aubameyang oder so ziehe, was richtig krass ist, ne, was ich nicht verkaufen kann, dann ist lost. Im ersten schon mal kein 83 plus. Ein 81er, boah, Gummis. Das geht besser. Das geht definitiv besser. Emre Can, Jabama. Ah, stimmt, dieser Untrade. Hoppala. Was ich nicht brauche, stoße ich trotzdem ab. So, Trikots und so Mist. Holy Jewelry. Ringquarter. Dann nehme ich lieber die Coins mit durchs Abstoßen und behalte sie Untrade im Verein. Gibt wenigstens ein bisschen Coins. So, dann. Zweites Megapack, let's go. Der geht jetzt, glaube ich, durch. Nee, wieder nicht. Ich hab's überhaupt nicht mit den Farben. Ein 80er. Ja, da muss ich dann aber komplett los. Ein 80er. Huch. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Und ein Einspieler-Pack. Ja, wow. Wenigstens gibt's hier durch das Abstoßen noch ein bisschen Coins. Beziehungsweise durch die Duplikate. Nehme ich mit. So, nächstes Megapack. Let's go. Komm, wenigstens ein 83 plus aus diesen Megapacks. Der geht auch nicht durch. Das ist ja unglaublich. Mkhitaryan. Also, die Megapacks, die gönnen überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Was ist denn da los? So, das letzte. Ne, wir machen noch das 2-Spieler-Pack auf. Das habe ich ja auch noch bekommen. Da ist am Ende was Gutes drin wahrscheinlich, ne? Ne, er geht nicht durch. Was gibt er mir? Stürmer, ein 82er. Das 2-Spieler-Pack ist besser als die Megapacks vom Rating her. Läuft. Tradable? Ja. 100 Coins nehmen wir mit. So, letztes Megapack. Let's go, komm. Etwas Gutes, bitte. Oder was Schlechtes dafür im 100-Pack, was tradable ist, was Gutes. Okay, der geht jetzt durch. Das ist ein Walkout. Das ist, glaube ich, ein Inform-Walkout. Finnland, Torwart, das ist Radetzky Inform. Ja, sehr nice. Leider untrade, aber ein 85er Inform. Und das nehme ich definitiv mit. Nehme ich definitiv mit, kann man für zukünftige SBCs brauchen oder für Wochenaufgaben als First Owner fürs Tor. Nehme ich definitiv mit. Und noch ein John Stones und Bailly. Ja, sehr nice. Stones würde ich jetzt eigentlich am liebsten verkaufen für die 9k, die er wert ist. Aber was willst du machen? Dann kann ich alles haben. Dann kommen wir jetzt zum 100k-Set, das Tradable-Set. Jetzt könnt ihr mir was Gutes geben, EA. Komm schon. Let's go. 24 seltene Goldspieler. Walkout kann man da definitiv erwarten, oder? Das ist ein Walkout. Frankreich. Mittelstürmer. Oh! Das ist Benzema. Aber es ist ein 87er Benzema. Und ist tradable. Es gibt Coins und Coins nehme ich mit. Für einen 87er Benzema. Da könnten doch noch ein paar Sachen dahinter sein. Ich habe natürlich gehofft auf einen Lacazette, der ist, glaube ich, MS. Oder Griezmann ist natürlich auch MS. Das wäre natürlich der Hammer gewesen, Griezmann. Aber Benzema für die Coins nehme ich ebenfalls mit. Der Rest eher dürftig, noch Tadic, Mira. Ja, ein paar 83er, 82er, das ist nice. Nehme ich mit. So, dann kommen wir jetzt zum wichtigsten Pack von allen. Das Dreier-Inform-Set.
Eine Argentinien- oder Portugal-Flagge wäre nice. Ja. So, oder ein 84 plus, ein Walkout, bin ich schon zufrieden. Aber wenn es ein Non-Walkout ist, dann hat sich das Geschwitze die ganze Nacht von Sonntag auf Montag nicht gelohnt. Wir machen ein Nosepack. Let's go. 3, 2, 1, go. Bitte. Es ist ein Walkout. Frankreich. Stürmer. Plea. Boah, der ist nur 27k, der Plea. Aber da könnte noch, also es ist auf jeden Fall kein Dybala, es ist kein Verratti, nichts. Es könnte aber noch Semedo oder Hernandez dahinter sein. Oder ein Bergwijn. Mal gucken. Mal gucken. Mindestens 75k oder so wären schon nice. Bitte. Das geht doch nicht! Ja. Das ist dann ganz schwach. Das ist dann ganz, ganz schwach. Okay. Die kann ich eigentlich abstoßen, die zwei. Weil ich meine. Was will ich mit denen? Ich pack's jetzt mal ein bisschen überteuert drauf. Ich meine, was, wer kauft so einen? Kann ich den genauso gut abstoßen? Also das ist frech. Das ist frech. Okay, ja. Das waren nicht die Coins, die ich mir erwünscht habe, um mein Team umzubauen, weil ich habe absolut keinen Bock auf Dembele. Vielleicht baue ich jetzt rechts irgendeine Serie A-Ecke oder so. Mal gucken. Mit Gomez im Sturm dann halt statt Lukas, obwohl ich Lukas eigentlich auch ziemlich nice finde. Ja. Okay. Ja gut, dann war's das für heute. Ich bin mit Gomez als Super Sub bin ich zufrieden. Also mit den Player Picks bin ich absolut zufrieden. Hex haben ein bisschen gegönnt. Das 100k-Set war in Ordnung. Und das 3er-Inform-Set, das war komplette Katastrophe. Am Wochenende gibt es 9 Versuch, Elite zu knacken. Mein Ziel ist natürlich nicht, Elite 1 oder so zu packen. Da bin ich noch zu schlecht. Obwohl ich gestern in einem Turnier einen Elite 1-Spieler eliminiert habe. Ja. Das ist noch nicht mein Niveau. 27 Wins. Mein Ziel ist es, ich habe mich natürlich Blut geleckt, mein Ziel ist es, Elite zu holen, ja. Ich bin auch mit Gold 1 zufrieden, weil ich finde, ich bin immer noch nicht gut in FIFA 20. Aber ich werde natürlich Elite wieder anstreben, vielleicht auch mit dem genau gleichen Team und werde jetzt einfach am Wochenende ein bisschen traden. Nochmal eine Woche mit diesem Team spielen. Und vielleicht kann ich das Team doch umbauen, weil ich habe auf dem SBC-Account noch um die 350k oder so, die ich rüber transferieren kann, dann könnte ich eigentlich mir das Team-Upgrade leisten. Ich habe es mir so gedacht, dass ich als Rechts-Linksverteidiger Semedo in Form, Varane verkaufen und Van Dijk rein, rechts Cancelo, dann hier würde ich machen, was würde ich da, was habe ich da schon wieder gemacht? Irgendwas. Weiß nicht mehr. Rechter Flügel Salah oder Sterling und im Sturm halt Son. Ne, dann müsste ich Lukas verkaufen, müsste ich Kluivert verkaufen, Dembele verkaufen. Da könnte ich hier die Barcelona-Ecke machen für einen De Jong oder so. Mal gucken. Ich mache mir da noch Gedanken. Vielleicht spiele ich auch mit dem genau gleichen Team. Halt einfach mit dem 88er Kluivert statt dem 86er.
Den könnte ich mir jetzt locker leisten. Und ja, ich hoffe, eure Rewards haben ein bisschen mehr gegönnt als meine. Und wünsche denen, die noch nicht aufgemacht haben, viel Erfolg bei den Rewards und viel Glück in der Weekend League. Wir sehen uns am Wochenende in den Livestreams wieder. Macht's gut. Tschüss.